Vor 30 Jahren erklang die Hymne der Vereinigten Staaten von Amerika zum ersten Mal auf dem Podium der Champs-Élysées. Greg LeMond siegte nach einem umstrittenen Duell mit seinem Mannschaftskameraden und fünffachen Toursieger Bernard Hinault. Eine angespannte Beziehung, trotz der Bilder eines geteilten Glücks bei der Alpe d'Huez-Ankunft. Wenige Stunden vor seinem Erfolg auf den Champs-Élysées hatte LeMond das Herz des einheimischen Publikums mit seinem Lächeln und seinem Charisma schon gewonnen. Selbst wenn man nicht um den Gesamtsieg fährt und es nur bis ans Ende schaffen will, wenn man mit all diesen Leuten auf die Champs-Élysées einfährt, mit dem ganzen Publikum, da ist jeder motiviert. Doch es wurde dann doch noch schwerer als erwartet. LeMond hatte vor Paris Probleme mit seinem Rad. Der Mann im gelben Trikot verbrachte die Etappe versteckt im Peloton, um jedem Risiko auszuweichen und kostete diesen historischen Moment voll aus. Es war das Jahr, in dem Bernard Hinault definitiv vom talentierten Amerikaner entmachtet wurde.